49 gleich, guten Morgen, hier ist jetzt Radio N1, die Flo Kerschner Show mit Anna Nui. Aus den USA, da kommen ja ganz oft so Schönheitstipps und Schlankmacher zu uns rüber geschwappt. Aber dieser soll wohl wirklich helfen, der Bulletproof Coffee. Das heißt, man mischt Kaffee mit Kokosöl oder Kokosbutter und normaler Butter. Das soll richtig lange satt halten und super lecker cremig schmecken und vor allem viel Energie liefern. Und ich habe mir jetzt mal hier Kokosfett mitgebracht. Ekelhaft! Und Butter. Und meinen Kaffee. Und werde das jetzt mal austesten. Also, ein Löffel Kokosfett. Oh, was geht da raus hier? So. Dippy filmt übrigens das Ganze, damit ihr das auch auf Facebook und unter hitradio1.de dann nochmal nachvollziehen könnt, wie das Ganze dann aussieht. Also hier, ich nehme jetzt mal so einen Teelöffel Butter. Boah! Und dann rührt man das Ganze um. So. Also ich liebe meinen Kaffee am Morgen, aber eigentlich finde ich den immer... Mag's nicht! Also meine Befürchtung ist ja, dass der hilft mit Sicherheit beim Abnehmen, aber auch nur, weil mir danach Speichel sein wird. Ja. Also die Butter, die löst sich jetzt langsam auf in dem heißen Kokosfett auch, nur irgendwie schwappen da jetzt so Suppe kennt, diese Fettaugen. Wenn's schön macht. Also, ich probiere. Also es ist in der Tat sehr cremig und die Lippen sind danach ganz weich. Ja, es schmeckt ein bisschen nach Kokos natürlich durch das Kokosfett, aber... Liebe Kinder, nicht nachmachen! Boah, guck mal hier, wie der Fett fehlt. Sieht aus wie ein Thai-Curry. Also ich werde das jetzt tatsächlich noch austrinken und dann gucken wir mal, was sich heute Morgen noch tut. Der Bulletproof Coffee Test bei Hitradio N1. Mal gucken, ob ich tatsächlich länger wach bin und länger satt bin. 7:51 Uhr hier ist Hitradio N1.